Hallo! Hallo zusammen, wir haben heute den dritten Advent und da haben wir gedacht, wir berichten euch mal wieder von uns. Ja, nachdem ihr ja von uns nicht viel sehen konntet, denn der Gustl war wieder bei der Reparatur. Hümer hat offensichtlich etwas Sehnsucht nach unserem Gustl. Wir haben ihn erst am Donnerstag wieder geholt und am Montag muss er schon wieder Nachbarn weit sehen. Aber das tun wir separat mal aufarbeiten. Das ist jetzt dann der fünfte Versuch. Ja, also irgendwann werden wir das Fahrzeug für uns haben und dann können wir wieder regelmäßig drehen. Und jetzt haben wir uns was Besonderes überlegt, Ossi. Ja, wir haben unseren Gustl ja erst vor knapp, noch nicht einmal ganz einem Jahr bestellt auf der CMT in Stuttgart damals. Und im August haben wir ihn ja erst bekommen. Aber wir haben doch einige schöne Zeiten hier drin verbracht und manche Episoden sind auch vielleicht ganz lustig gewesen. So haben wir uns einfach gedacht, wir machen einen kleinen Rückblick vom Jahr 2017. Best of Ussi und Helle 2017. Wir hoffen, ihr habt Spaß dabei. So, könnt ihr euch noch erinnern, wie wir unseren Gustl noch nicht gehabt haben? Haben wir ja schon ein paar Videos gedreht. Ja, und das Kuriose oder das Tolle natürlich war, wir hatten schon einen Stellplatz auf dem Karawansalon in Düsseldorf, aber noch kein Wohnmobil. Könnt ihr euch erinnern? Und mit unserem Gustl fing das schon etwas mit Schwierigkeiten an, denn als wir zum Abholen nach Bad Waldsee gefahren sind mit dem Zug, haben wir vergessen, in Aulendorf auszusteigen, um das Zügchen nach Bad Waldsee zu nehmen. Und dann sind wir in Biberach gelandet. Und das wollen wir euch jetzt nochmal zeigen. Und natürlich noch die. Ja, wir hatten dann natürlich unseren Gustl doch noch bekommen, weil wir Bad Waldsee dann doch noch gefunden haben im Zug. Also, und danach hatten wir ja dann eine Taufe. Und die zeigen wir euch jetzt. Viel Spaß damit. Wir haben den Besuch vor beim Caravan-Salon in Düsseldorf. Unser Stellplatz ist reserviert. Wir haben zwar noch kein Wohnmobil, aber schon einen Stellplatz. Und der ist ja mitunter auch etwas wert. Denn manche haben ein Wohnmobil, wollen dahin und haben keinen Stellplatz. Bei uns ist es umgekehrt. Wir Helden! Ja, da sind wir heute wieder. Das haben wir richtig gekonnt. Und wo sind wir gelandet? Nicht in Bad Waldsee, sondern in Biberach. Weil wir vergessen haben, in Auendorf umzusteigen, um den Zug nach Bad Waldsee zu nehmen. Da sind wir lieber im Zug sitzen geblieben und stehen jetzt in Biberach. Und was sagt uns das? Wir brauchen unser Wohnmobil. Wohnmobil. Aber nur an der Bahnsteig. Jetzt nach Auendorf. Letzte Etappe. Wir wollen ihn jetzt taufen. Genau. Und zwar haben wir sogar Champagner. Wir wollen uns schließlich nicht lumpen lassen. Nein. Ich übergebe an die Ursi. Danke, Helle. Ich werde mal loslegen. Hast du schönes Wohnmobil? Wir verbringen so viel Zeit jetzt mit dir und werden so viele Kilometer mit dir unterwegs sein. Deshalb haben wir beschlossen, dich zu taufen. Und zwar taufen wir dich auf den Namen August. So, jetzt haben wir ihn getauft. Der Name ist August. August. Und wenn er sich gut benimmt und einen Spitznamen bekommt, heißt er Gustl. Gustl. Einer unserer Ausflüge brachte uns natürlich auch nach Wernigerode. Und was war da? Da ist mir die Brockenhexe zugeflogen. Das war ganz toll. Ganz nett war das. Ganz nett war auch unser Ausflug zum Freizeitpark Trips-Drill. Allerdings war ich als Opa da etwas überfordert mit der Achterbahn. Die Engel hatten deutlich mehr Spaß, als ich das dabei hatte.
Mir steckt heute noch der Schrecken in den Gliedern und ich glaube auch nicht, dass ich nochmal Achterbahn fahren werde. Aber ich muss sagen, das hast du tapfer gemeistert. Mit verkrampftem Gesicht. Den Enkel hat's gefallen. Schaut mal, was mir gerade zugeflogen ist. Auf ihrem Hexenbesen ist sie gerade hergeritten. Ich konnte sie gerade noch schnappen. Und also wenn jetzt jemand behauptet, dass zwischen ihr und mir eine gewisse Ähnlichkeit besteht, dem soll gerade der Bildschirm schwarz werden. Genau. Jetzt sind sie drin, schau. Ja, definitiv waren wir da drinnen gesessen. Der jüngere Enkel durfte diese Bahn ohne Begleitung eines Erwachsenen nicht fahren. Und so setzte ich mich natürlich damit rein. Die Holzachterbahn war zwar nicht so schlimm wie die erste Achterbahn, aber mir hat es auch gelangt. Und danach folgte noch die gesenkte Sau, wo man mit dem kleinen Wagen unterwegs ist. Eigentlich hatte ich da schon genug. Für heute habe ich genug, morgen geht's weiter. Noch nicht ganz, jetzt kommt noch diese Karachobahn. Aber kein, nein, die fahre ich nicht mehr. Musst du den Teil alleine fahren? Ich weigere mich jetzt noch einmal in die Achterbahn zu gehen. Immerhin bin ich ein alter Opa. Wir haben schon viele Stellplätze mittlerweile kennengelernt. Einer davon hat uns besonders gut gefallen, und zwar in Almersbach im Tal, nördlich von Stuttgart. Da gab es diesen Barfußpfad, der mir sehr viel Spaß gemacht hat zu laufen. Ja, und ich habe danach der Rosi ein Kompliment gemacht, was auch viele von euch gefreut hat, was ich auch ernst gemeint habe. Und trotzdem musste ich danach um meine Rosi bangen, dass sie sich doch noch jemanden anders sucht. Aber schaut mal selber her.
schöner Pfad. Es hat jetzt gerade Spaß gemacht. Die verschiedenen Hölzer, spitze Steine, runde Steine. Zwischendurch war wieder Gras. War schön, hat Spaß gemacht. Und das Wichtigste für mich, die Ossi ist auch da. Denn ohne der würde es hier keinen Spaß machen. Ui, hat Ossi einen neuen gefunden. Schaut aber nicht sehr interessiert. Kommst du wieder zurück zu mir? Ja, da gibt mir keine Antwort, ist langweilig. Ja, und diese Technik muss man eben auch mal beherrschen. Und es ist so, dass ich grundsätzlich keine Bedienungsanleitungen lese und immer learning by doing. Und so ist uns auch ein kleines Missgeschick immer mit dem Grauwasser passiert, was dann mal raus ist und mal nicht, bis ich das dann live im Film rausbekommen habe, an was es liegt. Und das haben wir euch dann gezeigt, wie wir unser Grauwasser entsorgen, was übrigens eine ganz tolle Sache an unserem Fahrzeug ist. Und? Aber das mit der Alarmanlage, das war natürlich der große Knaller, weil sie hat überhaupt nicht funktioniert und ein potenzieller Einbrecher wäre garantiert nicht davon gesprungen. In der Zwischenzeit ist sie repariert, aber das zeigen wir euch dann im kommenden Jahr. Ja, genau, beim nächsten Video. Da drehen wir dann einen Bericht, wie jetzt unser Fahrzeug ordentlich funktioniert, so es den tut. Ja. Viel Spaß. Da bin ich jetzt genau über den Ablass. Und jetzt drücke ich diese Taste und dann müsste das alles rauskommen. Und? Es kommt nichts. Warum kommt nichts? Weil auch kein grünes Lichtlein brennt. Bleiben Sie die Zündung ausschalten? Ja. Und? Jetzt kommt's. Und das halten wir jetzt für sehr kommt genial. Scharfstellung. Alles hat geklappt. Gepiepst hat es auch, das habe ich von Ihnen gehört. Und jetzt sperre ich die Tür auf. So ist die Tür entriegelt. Und ein Einbrecher hätte natürlich einen Schraubenzieher genommen. Und dann gleich den Schärfungsknopf. Wenn es still ist, wenn die Autos vorbei sind, dann löse ich das mal aus. Jetzt ist Auto vorbei und jetzt geht's los. Gott. Also ich glaube, da ist jeder Einbrecher sofort in die Flucht geschlagen, wenn das so kreischt. Es ist ja sehr harmlos, muss ich aber wirklich sagen. Ich bin da ein bisschen entsetzt, dass das so harmlos ist. Aufgeweckt wird man, aber von der Nachbarschaft kommt eigentlich niemand zur Hilfe. So, ich stelle noch mal scharf und löse mal den Panikalarm aus. Achtung, fertig. Nee, jetzt habe ich erstmal scharf gestellt. Also, mich überzeugt die Vibro von dem Abschreckungsergebnis eigentlich nicht. Man hört ja gar nichts, der Panikalarm war drinnen, aber das nutzt nichts, wenn ich dann einen Sprengston auslöse. Also da sollte eigentlich schon die Fahrzeugkurve mitgehen. So, liebe Wohnmobilfreunde, jetzt bleibt nur noch eine Szene übrig, die wir euch zeigen wollen. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht dieses Jahr mit unserem Gustl und auch mit euch. Hat uns sehr viel Freude bereitet, dass euch unsere kleinen Filmchen gefallen haben. Und somit bleibt uns jetzt eigentlich nur noch eins zu sagen. Wir wünschen euch schöne, fröhliche, besinnliche Weihnachten. Und einen guten Rutsch ins 2018. Ciao. Tschüss. Spät ist geworden. So eine Fahrzeugvorstellung macht auch müde. Ich hoffe, euch hat das gefallen, wie wir unser Fahrzeug vorgestellt haben und ihr fandet es interessant. Aber wir gehen jetzt ins Bett. Los.
Gute Nacht. Gutes Nächtle. Jetzt haben wir noch. Jetzt habe ich den Wal gebissen. Schnitt! Schnitt! So, liebe Wohnmobilfreunde, jetzt zeigen wir euch noch eine Szene. Und uns hat die Arbeit. Schnitt! Oh, ich muss wieder reinbeißen. Ja, das sieht man doch, dass du reinbeißt. Ja, aber ich tue es ja nur ablegen. Nochmal, leg ab. So, liebe Wohnmobilfreunde, jetzt zeigen wir euch noch eine Szene, die uns auch sehr gut gefallen hat. Und wir hoffen, ihr hattet so viel Spaß dabei wie wir. Und ja, jetzt bleibt uns eigentlich nur noch eins übrig. Wir wünschen euch schöne, besinnliche Weihnachten. Und einen guten Rutsch ins 2018. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Wird ja auch winken sollen. Ja, so wurscht. Machen wir nochmal? Okay, Moment, mach ich aus. So.